Ich hab doch richtig... Hä? Ich hab die Taste doch gedrückt. Hä? Was ist das denn jetzt? Ich hab doch die linke Maustaste gedrückt. Die will mich verarschen, Mann. Na gut, beim ersten Mal habe ich eh falsch gedrückt, aber trotzdem. Ach nö, nicht nochmal. Ja, dann mach. Und juhu! Das sieht gut aus. Mach ihn nicht. Also wenn ich nicht drücke, dann macht er nichts. Ist auch gut. Merke ich. Aua. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Wie? Jetzt! Oh, jetzt hab ich aber gedrückt. So. Ja, kein Blutspritz. Auch gut. Sicher. Vielleicht mit dem Messer hier rumlaufen. Noch ein Messer. Du bist dran. Angriff! Oh, das hat auch voll was gebracht. Gleich abgeschossen wäre schneller gewesen. Hä? Wie sieht das denn hier aus? Ist das alles explodiert oder was? Ich gehe in Deckung! So, da. Ich hab den jetzt mal nicht gesehen, aber gut. Und schon wieder laden. Hoffentlich nicht nochmal alles nochmal. Ha, gut, okay. Noch ein Messer, du bist dran. Dann stehe ich jetzt einfach so. Die hätten uns das sowieso angeschossen, das ist doch völlig egal. Aha, das hatten wir gerade eben nicht gesagt. Und schieß doch. Der eigentlich jetzt, Alter. Hey. Hey, nö. Ja. Aua! Das tut auch weh. Sie steht hier rum. Seit wann habe ich eigentlich die Waffe? Ich hatte doch vorhin eine andere. Wenn ich jetzt mal einen Schuss hatte. Hm. So. Ich will jetzt nicht aufsteigen, weil aufstehen, sonst
sterbe ich nämlich wieder. Jetzt kann ich aufstehen. Wo kommen die denn jetzt her? Einer von uns. Gutes Timing. Weiter so. Nach unten. Ja. Sammeln. Schon immer noch MG-Dinger ausschalten. Und jetzt? Gentlemen, wir suchen nach Hinweisen auf Al-Bashir. Findet sie. Grabt alles um. Ihr da, übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden. Blackman, okay. Komm schon. Warum eigentlich mich? Warum nicht die anderen? Montez, die Tür. Wer weiß, dass die Tür so rum aufgeht. Naja. Hier ist aber auch schon viel passiert. Fächer, ne, hier ist der Bank, also. Wir können uns abseilen. Okay. Da geht's gut. 20 Meter runter. Okay. Langsam und leise. Lass das Seil vorsichtig runter. Mission Impossible, was? Ja, ja. Blackburn. Gut gemacht. Was? Was habe ich jetzt gut gemacht? Sehe nicht. Haltet Spannung auf dem Seil. Ja. Ah, der hat das. Das sind Stimmen. Jetzt hören die doch da unten. Blackburn, halt eine Blendgranate bereit. Okay. Sollte ich sie nicht nur bereit halten? Naja, egal. Das ist irgendwie komisch jetzt. Ich komm jetzt weiter, das kann dann nicht bleiben. Geld rum. Wenn nicht was mitnehmen. Oh, wie viel Geld hier rumliegt. Für mich ist das Spiel gerade total laut, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Aber wie viel Geld da rumgeflogen ist, das ist gut. Geld. Naja. Glaubst du, Al-Bashir ist da drin? Keine Ahnung. Finden wir es raus. Netkovic, öffne das Tor. Also in dem Tresor ist wohl keiner drin. Naja, doch, es ist ja offen. Nee, ist nicht offen. Volle Deckung! Gesichert! Was zum Teufel ist das? Montez! Ist offen. Das Rauch. Kaudit. Wir müssen die Tür aufkriegen. Kaudit, was ist das denn? Scheiße, sie ist schwer. Ich geh rein. Dann geh rein. Und was machst du da so? Nichts, gut. Gesichert. Heilige Scheiße. Das ist eine Goldmine. Geld. Wollten Sie zerstören? Nein, kommt doch. Alles noch da. Packt alles ein und nehmt's mit.
Oh, Scheiße, hier gibt's Karten von Paris, New York und auf einem Zugfahrplan steht 6.02 Uhr. Heilige Scheiße. Komm hier rüber. Ah, eh. Das ist radioaktiv. Findest du die Idee gut? Wir haben keine Wahl. Bombe. Scheiße. Weißt du, was das ist? Nuklear. Bomben, russische. Da ist nur noch eine. Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen! Ach nö, ne? Da! Scheiße. Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein. Keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Oh, nö. Hier, Misfit 1-3. Hier, Führung Misfit. Ich höre. Misfit, wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Misfit 1-3, Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Bitte wiederholen. Kein gutes Zeichen. Dann wiederholt das nicht? Was ist das jetzt? Und nö, jetzt ist da auch noch Atombomben. Gibt's da jetzt auch noch? Uiuiui. Was passiert denn da noch alles? Wie viele tragbare Atombomben haben Sie dort gesehen? Eine. Also eine. Nur eine, aber Platz für drei. Nur weil ich nachts Lichter sehe, heißt das nicht, dass es sich um ein scheiß UFO handelt. Wir glaubten, dass es mal drei waren. Und ich glaube, dass Elvis noch lebt. Ich kaufe aber trotzdem keine Konzertkarten. Was ist mit den anderen Bomben? Tja, eine ist schon hier. Dann wissen Sie also nichts von Paris? Was? Sie haben verstanden. Matt? Er hat es nicht verhindert. Wer hat was nicht verhindert? Meinen Sie ihn? Er war früher russischer Spetsnaz, Wimpeleinheit. Dmitri Dima Majakowski. Genau der Typ von Soldat, der nicht zufällig irgendwo auftaucht. Wir wissen, dass Sie ihn kennen. Wir sind uns begegnet. Wollen Sie damit irgendwas andeuten? Wir glauben, Sie wissen, warum er in Paris war. Wenn Sie mir erzählen, was in Paris passiert ist, sag ich's Ihnen. Wir wissen nicht viel mehr als Sie. Der Einzige, der weiß, was wirklich in Paris passierte, ist Dima. Aha. Um was geht's denn da gerade eigentlich? Verstehe ich nicht. Ist irgendwie gerade ein bisschen verwirrend. Дима надеется, что американец сделает то, что не положено в Нью-Йорке. Групп, подтвердила правила игры? Да, самое главное — запретить ядерное оружие, чтобы это не случилось. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских — ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон, может быть, и псих, но ты что знаешь, чего он хочет в этой сюжете своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди осознали, кто здесь, мы оказываем ему мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евремлекс-обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем ЭП-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Я, alle bereit. Oh, meine Fresse. Ja, die Gasmaske bringt ihm auch nicht dran viel. Oh. Also ich spiele jetzt einen Russen, die drei Russen, die jetzt einen Atombombenanschlag auf Paris verhindern wollen. Aha. Folgen.